Ja, wenn du diese eine Sache nicht meisterst in Bezug auf Manifestation, dann wird es nie etwas. Und das ist die schwierigste Sache, sich vom Außen loszureißen. Sich loszureißen von dem, was man gerade im Außen erlebt oder in der Vergangenheit erlebt hat. Das ist das A und O. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich das, was ich gerade im Außen wahrnehme, immer wieder und wieder manifestieren. Ja, ich will mal kurz noch darauf eingehen, warum es so ist. Die Energie, die wir sind, die generiert, was wir erleben. Wir sind Realität. Unser Innenleben, unsere Ansichten, unsere Gefühle, unsere Überzeugungen, unsere Ängste, das ist ein Seinszustand. Den nennen wir Ich bin. Was heißt das? Ich bin ängstlich. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Ich bin reich. Ich bin in meiner Kraft. Ich kenne meine Power. Ich bin, dass ich bin. Das ist die kraftvollste Manifestation, die ich ausspreche. Und ich spreche sie immer aus. Ob ich das mit Worten mache oder nur in meinem Kopf, heimlich still und leise in Gedanken, hat genau die gleiche Wirkung. Und nur wenn ich diese Gedanken aus meinem Kopf raushole und sie anschauen kann, das heißt, wenn ich sie ansprechen kann, wenn ich sie aussprechen kann, kann ich sie verändern. Dann kann ich im Innen meine Ansichten, meine Gedanken, meine Überzeugungen ändern. Das ist eine innere Arbeit. Und das bedeutet, ich muss das Außen sterben lassen. Ich muss keinen Einfluss mehr von außen geltend machen. Alles, was bis jetzt da passiert ist in meinem Leben, in meinen Situationen, in meinen Erlebnissen, in meinen Traumata, in meinen Ängsten, darf ich nicht mehr dazu nutzen, um meine Zukunft zu kreieren. Und solange ich das eben noch mache, werde ich immer wieder die gleichen Situationen und Umstände bekommen. Und der einzige Weg ist, mich komplett daraus zu nehmen. Das heißt, komplett nicht mehr darauf reagieren, komplett nicht mehr in der Welt der Vergangenheit zu denken, zu fühlen, sondern ich muss absolut neutral werden. Und dieses Neutralwerden ist ein Seinszustand. Ich nenne ihn den Divine Design Seinszustand, wo ich grundlos eine Erfüllung, ein Glück, eine Glückseligkeit, eine Sicherheit in mir selber fühle. Das ist der Number One Schritt. Ich muss diesen Seinszustand dominierend erreichen. Und wenn ich den nicht dominierend erreiche, sondern immer noch in einem Seinszustand der Angst, der Befürchtung, des nicht gut genug Seins, des Versagens mich befinde, werden sich die Dinge im Außen dementsprechend zeigen. Und ich bitte dich, nimm dir das zu Herzen und nicht nur in meinen Worten, nicht nur in deinem Verständnis, sondern in der Umsetzung. Es ist ein kontinuierliches Management. Es ist wie ein Gehen auf einer geraden Linie, wo ich schauen muss, dass ich geradeaus gehe, dass ich mit meinen Gedanken dort hingehe, wo ich sein möchte. Und jeder von euch, der mal auf einem Balken balanciert ist, weiß ganz genau, wie es ist. Wenn ich links und rechts schaue, werde ich von diesem Balken fallen. Wenn ich aber dahin schaue, wo ich hingehe, Schritt für Schritt, stur, dann werde ich nicht fallen. Aber in dem Moment, wo ich mir Sorgen mache, runterzufallen, runterschaue, womöglich links und rechts schaue, versuche irgendetwas im Außen zu finden, um mich festzuhalten,
werde ich von diesem Balken fallen. Und das ist ein mentales Training. Ich habe das mal auf einem Workshop gemacht mit Dr. Joe Dispenza. Ich mit Höhenangst bin hoch, natürlich gesichert, auf einen Balken auf 12 Meter Höhe. Und ich habe es erlebt, was es bedeutet, erstmal die Höhenangst zu überwinden, die Leiter hochzuklettern und dann auf diesem Balken fokussiert, Schritt für Schritt mich nach vorne zu bewegen, in the zone zu sein, alles andere drumherum auszublenden, um nicht runterzufallen. Und genau so musst du dich bewegen auf deine Manifestation zu, auf dein Living in the End zu, auf diesen Seinszustand. Klar und fokussiert, nicht irritiert von nichts, weil in dem Moment, wo deine Aufmerksamkeit nur eine Sekunde von dem, wo du hintreten willst, wo du hingehen willst, abgelenkt wird, verlierst du das Gleichgewicht. Und es ist nicht schlimm, wir verlieren alle immer mal wieder das Gleichgewicht, aber wir müssen uns zurückbringen, zurück in das, was wir wirklich sind, zurück in die Erinnerung an unseres Divine Designs, an unsere Divine Design Identity, die daraus entspringt aus unserem Divine Design Soul Blueprint. Aus der Perfektion, aus der perfekten Liebe, aus der perfekten Intelligenz, die wir in uns tragen und die wir aus diesem Grund sind und verkörpern sollen. Das ist der Weg. Darum bist du hier zum Manifestieren gekommen und ich kann dich nur noch daran erinnern. Glaube nicht, dass es so funktioniert, dass du etwas im Außen zu dir holst, was dich zu diesem Seinszustand bringt, was dich zu dieser Person macht. Es wird nicht funktionieren. Genauso wenig, dass wenn du dir die teuersten Klamotten anziehst, es genügt, dass du dich fühlst wie ein teures, wertvolles Wesen. Es kann dich daran erinnern. Aber es wird dich nicht dazu machen. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video gedient und ich hole dich aus diesem Konsumzustand heraus und bringe dich in das Verständnis der Verkörperung. Und das ist eine Übung, das ist ein Training, das geht über den Mindset, das geht über das innere Wissen, über die innere Wahrheit. Und dieses Training, das den Shift und das diesen Quantenshift ermöglicht, dass sich schnell alles im Außen verändert, ist der Weg, den du nicht gehen kannst. Und weil dieser Weg schwierig ist, weil es nicht einfach ist, sich immer wieder zu sich selber zurückzuholen, sich nicht in den äußeren Umständen, in Ängsten, Emotionen zu verlieren, lade ich dich immer noch ein in unser Divine Design Soul Blueprint Master Programm. Es ist noch möglich, den ganzen Mai, dass du dazu kommst. Je früher du dazu kommst, desto länger hast du. Wir haben gestern den Kickoff gehabt. Der Kickoff bedeutet, wir haben gestartet, aber die Leute, die jetzt schon gestartet haben, haben einen Monat extra, um dir die Möglichkeit zu geben, auch noch deine 3 Monate zu haben. Wir haben eine Konstruktion dieses Programms, in dem wir es ermöglicht haben, dass jeder jetzt noch dazukommen kann und endlich lebt und erlebt, was er sich wünscht. Und melde dich für ein gratis Gespräch, wenn du eins brauchst, oder melde dich jetzt schon an. Die ganzen Ressourcen sind da, alles ist da, du kommst rein, es ist wie in einen Raum, in dem du dein Soul Blueprint entfaltest und lernst, wie es auf deine einzigartige, individuelle Art gedacht ist, dass du es verkörperst, so dass du erlebst all die Fülle, all die Liebe, all das Großartige, was das Leben bereithält. Es ist für jedermann. Aber jedermann muss dort hingehen
und nicht sich hinkonsumieren, sondern gehen, gehen, Schritt für Schritt sich bewegen. Und zwar unaufhaltsam. Und wenn ich runterfalle, dann steige ich wieder auf. Und die meisten fallen runter, die fallen raus, fallen in Enttäuschung, fallen in Depression, fallen, es geht nicht, was mache ich denn nur falsch? Wenn du da nicht diesen Raum hast, wo du wieder dorthin gebracht wirst, wo du hingehörst, wirst du eben bleiben, wo du nicht sein möchtest. Und es gibt so, so viele Menschen, die mir schon so lange folgen, die mir zuhören, die Binge-Watching machen von meinen Videos und sagen, ja, das stimmt, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Aber lass mir dir zeigen, wie du es umsetzt. Lass mich dich begleiten in dieser Umsetzung, damit du so, so viel Zeit sparst. So viel Zeit. Wie viele Jahre versuchst du schon, das zu leben und zu erleben, was du möchtest? Und wie viele Jahre wirst du immer wieder enttäuscht? Wenn du dich jetzt 3 Monate lang am Riemen reißt, wirst du das Quäntchen auf der Waage auf die andere Seite bringen, wirst du deinen Seinszustand dominant verändern, deine Identität so dominant verändern, dass du es leben kannst. Was du jetzt lebst, ist das verlogene Selbstkonzept in dir. Ich möchte es mit dir korrigieren, dass du in Fülle und Erfüllung, Liebe, Leidenschaft und Begeisterung leben kannst, weil dafür bist du gedacht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gedient. Ich hoffe, dieses Video hat den Switch für dich gemacht, dass du weißt, worum es geht und was zu tun ist. Es ist etwas zu tun. Deswegen haben wir einen Körper, deswegen ist Verkörperung ein Schlüssel. Es fängt im Kopf an, im Inneren, der inneren Welt und wird dann nach außen verkörpert, manifestiert, fest, fest mit den Händen anzufassen. Und diesen Weg musst du gehen, über diese Brücke, wie Dr. Joe Dispenza sagt, musst du gehen. Und über diesen Balken musst du gehen, damit du ans andere Ufer kommst. Und du kommst nicht dahin, wenn du immer wieder nach 3, 5, 30 Schritte, egal wann, vielleicht sogar kurz vorm Ziel, abspringst. Und das will ich verhindern. Komm, melde dich an, starte jetzt. Vergeude keine Zeit mehr in einem Leben, das dir nicht ausreicht. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald.